Guten Tag, werte Gäste der Mesomanga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu der einzig wahren Show, Angeblättert. In Angeblättert werde ich mir den ersten Band eines Mangas schnappen und euch darüber berichten. In einer etwas, zwar schon recht ausführlichen, aber dann wiederum ohne Recherche und ohne alles. Einfach frei Schnauze. Ich habe mir drei Manga heute rausgesucht und werde darüber etwas reden. Zwei deutsche Manga, also in Deutschland released und einer nur in englisch-amerikanischen Bereichen releaseder Manga. Und ich mache es wieder hoppla hopp, immer abwechselnd, und deswegen beginne ich einfach mal, ich meine mit dem offensichtlichsten hier überhaupt, denn das Thema muss ich einfach mal ansprechen. Hunter x Hunter von Yoshihiro Togashi. Jetzt denken bestimmt viele, ja, aber das ist schon uralt, wir haben ja schon Band 12.000, und stimmt, es ist richtig. Aber ich habe Hunter x Hunter lange, 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 lange nicht mehr angefasst. Ich habe damals mal 5 Bände gelesen oder sowas, und dann ist es aber so lange her, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was passiert eigentlich nochmal am Anfang. Das Einzige, was ich noch wusste, war dieses Gourmet-Ding, weil Toriko darauf nochmal aufmerksam gemacht hatte, beziehungsweise der Mangaka. Weil der Mangaka von Toriko hat ja Toriko deswegen ins Leben gerufen, weil ihn dieses kleine Teil, dieser kleine Teil des ersten Bandes, war das im ersten Band? Dieser kleine Teil des zweiten Bandes, meine ich natürlich, daran erinnert hat. So, in Hunter x Hunter. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erklären soll. Eigentlich ist es ja Quatsch. Aber es ist deswegen hier in diesem Video als quasi neuer Manga, weil einfach die nochmal jetzt wohl scheinbar vorhaben, die Manga alle nochmal Reprints zu bringen mit den original japanischen Covern. Und zum einen freut es mich, dass es Reprints gibt, das heißt, ich kann Hunter x Hunter lesen und muss keine blöden Preise ausgeben oder irgendwie gleich auf einmal irgendwie so einen riesigen Batzen kaufen. Und zum anderen kann man erstmal sagen, gefallen mir die japanischen Cover richtig gut. Also ich habe nichts gegen Nostalgie und das Best-of-Banzai-Feeling und der Rahmen, und der sieht auch schick aus, der hat auch was. Aber ich muss sagen, wenn ich so einen Vergleich sehe, also mich persönlich spricht einfach das neue, beziehungsweise das originale japanische Design hier in dem Fall wirklich mehr an. Ich finde es einfach noch ein Ticken mehr mit Stil. Aber das ist letzten Endes nur Geschmackssache, und darüber sollte man jetzt auch nicht groß philosophieren. Das ist nur meine Meinung hier in diesem Fall. Was ich sagen muss, ist, ich hasse das Cover vom ersten Band. Es ist so herrlich nichts aussagen, und vor allem, wenn man, es ist nostalgiebehaftet, keine Frage, aber wenn man sich zum Beispiel das zweite Cover einfach anguckt, dann denkt man sich auch so, what the fuck? Warum? Der Manga wartet schon mit Toden und so, gerade gegen Ende des Bandes, sehr viel auf. Und dann kommst du mir mit diesem sehr kindlich verspielten Cover. Das ist was ich nie verstehen werde. Aber es schürt natürlich eine Erwartungshaltung, die dann auf einmal gebrochen wird. Also deswegen finde ich es wiederum interessant. In Hunter x Hunter geht es um Gon, der quasi seinem Vater, der ihn damals verlassen hat, nacheifert, und dieser möchte unbedingt genauso ein großer Hunter werden wie sein Vater. In der Welt gibt es viele unterschiedliche Formen der Hunter, zum Beispiel Treasure Hunter und also Schätzejäger und Tierjäger und Erforschungsjäger, also diese ganze Hunter, diese Geschichte mit den Huntern. Bedeutet einfach, es gibt eine riesige Welt, die uns komplett noch offen liegt. Wir wissen nicht, was in dieser Welt nun ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass es merkwürdige Tiere gibt. Es gibt merkwürdige Pflanzen. Es gibt fantastische Ortschaften und wahrscheinlich auch irgendwie alte Zivilisationen mit viel Schätzen und so weiter und so fort. Darum hier auch wieder der Abenteuer, also auch wieder, bringt euch ja nichts, wenn ihr, ich nehme das hintereinander auf, deswegen, also hier auch ein, ähnlich wie bei Skyward Adventures, was ich im letzten Teil hatte, dieser Abenteueraspekt, oder wie in Toriko oder sowas, dieser Abenteueraspekt auf Reisen gehen und so weiter, der ist gegeben, und das ist etwas, was ich schon mal extrem geil finde. Auf sowas habe ich halt immer Bock. Ein schönes Worldbuilding mit Charakteren, die man mag und wo man
Bock hat, dass es weitergeht mit Kurapika und Leorio. Alles sehr sympathisch und die Interaktion mit den Charakteren miteinander, die Zeichnungen von Togashi, die ich bis heute absolut großartig finde, weil sie einfach sowas Minimalistisches haben, aber dann in Kampfsituationen oder in Bildern, wo etwas besonders Drastisches darstellen soll, dann in so eine coole, skizzenhafte und doch sehr detaillierte Zeichnung übergehen, finde ich großartig. Und auch dieses ganz stumpfe und fast schon, also mega undetaillierte in Comedy-Momenten, großartig. Diese Kombination finde ich absolut fantastisch. Kann ich mal so festhalten. Ja, und ansonsten geht es halt darum, dass Gon auf Reisen geht, die zwei anderen dazustoßen und mit denen zusammen und anderen Leuten, die noch dazustoßen, eine Hunter-Prüfung ablegen. Und diese Hunter-Prüfung hat es in sich, denn es geht um Intrigen, um smarter zu sein, den anderen zu outsmarten. Es geht um Kämpfe und Prüfung halt, Prüfungssituation. Alles Mögliche wird einem abverlangt, damit man am Ende den Zettel, den Lappen hat, dass man offiziell Hunter ist. Und da sterben auch einige tatsächlich. Deswegen wird gleich am Anfang gesagt, seid ihr sicher, dass ihr da mitmachen möchtet? Ihr könntet dabei draufgehen. Es ist ein geiles Feeling. Es ist ein geiles Worldbuilding. Ich mag es einfach, mir diese Welt Stück für Stück in meinem Kopf zusammenzubasteln. Das ist genau das, was ich an Shonen-Manga, also an so Battle-Shonen-Manga so liebe. Dass es einfach sehr vielschichtig ist, was die Welt angeht. Dass sie groß wird, dass die gedeiht und in deinem Kopf immer mehr dazukommt. One Piece ist da halt immer noch mit Abstand das krasseste Beispiel, weil es einfach so 1000 Inseln gibt. Und es ist einfach, es ist eine Welt, in die man gerne eintaucht. Nicht unbedingt gerne drin lebt, weil das würde ich mir auch nochmal überlegen. Aber es ist eine Welt, in der man gerne eintaucht und das ist für mich einfach, die Kämpfe sind interessant und man merkt halt bei Gon, dass er so ein, er ist nicht der typische, ich bin ein bisschen dümmlich und dafür aber saukrass und stark Shonen-Charakter, sondern er wirkt sehr kindlich, also er ist ja ein Kind, also er hat diese kindlichen Momente, aber dann merkt man, dass er irgendwas Besonderes hat, er hat, hier und da ist er smart oder sein Instinkt ist sehr stark, sagen wir es mal so, fast schon wie bei einem Tier. Und das macht ihn so interessant. Und ich muss auch wirklich sagen, Gon ist für mich jetzt schon einer meiner Lieblingsprotagonisten, was so die Hauptprotagonisten aus Battle-Shonen-Manga so darstellt. Also Gon ist mir direkt wieder ans Herz gewachsen und ich weiß so gar nicht warum, aber es ist mir auch egal, ich feiere ihn einfach. Klar ist Kurapika und Killua und wie sie noch alle heißen und noch dazu kommen Leorio, sind auch alle klasse. Aber Gon hat sowas, so die Prise etwas. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Reihe wieder reprinted wird und ich habe da Bock drauf. So, mehr kann ich jetzt aktuell dazu auch nicht sagen. Also wer es noch nicht kannte, dem habe ich es jetzt vielleicht nicht super schmackhaft gemacht, aber Hunter x Hunter ist halt einfach ein Battle-Shonen, es kommt aus der Shonen Jump. Wenn ihr den einen oder anderen Shonen Jump Manga schon gelesen habt und sagt, das ist cool, da habe ich Bock drauf, dann lest Hunter x Hunter. Ihr werdet da nichts falsch machen und wie gesagt, der hat auch durchaus seine bösen Momente und wer sowas mag, der ist da als recht aufgehoben. So, so viel dazu. Dann kommen wir zu einem englischen Manga, der bei Seven Seas lizenziert wurde. Und er hört auf den Namen Giant Spider and Me, a Post-Apocalyptic Tale. Von, gezeichnet und erfunden von Kikori Morino. Und Kikori Morino hat ein wunderschönes Werk hier auf die Beine gestellt mit dem ersten Band. Es dreht sich, wer hätte es gedacht, um ein kleines Mädchen, das alleine in einem Haus wohnt, das in der Nähe einer kleinen Ortschaft existiert, aber irgendwie weiter im Wald auf einem Hügel. Und sie lebt dort alleine und kocht da täglich für sich und ich sag mal, lebt die Einsamkeit aus und geht öfter mal in den Wald, sammelt irgendwelche Kräuter und was weiß ich. Sie lebt halt im Wald und ist irgendwie auch eins mit dem Wald. Und eines Tages begegnet ihr
von jetzt auf nachher begegnet ihr eine grüne Spinne mit einem Körper, der voll mit, ja, was soll man sagen, mit Blättern bewachsen ist. In erster Linie denkt man sich, wow, das ist erstmal eine sehr, sehr große Spinne und Arachnophoben könnten da eventuell Probleme mit haben. Die Spinne traut sich erst, man denkt erst so, okay, was könnte jetzt hier passieren, aber man sieht es ja eigentlich schon am Cover, dass die zwei sich anfreunden. Und aber auch sie sehr immer bemerkt, dass diese Spinne schon sehr merkwürdig ist, weil sie ist sehr riesig. Das hat sie noch so noch nie gesehen. Und sie ist so sehr, ich sag mal, verblüht, ne? Also sehr viel Blüten und Pflanzen auf ihrem Körper. Und sie hinterfragt das auch irgendwann nicht mehr, aber man kriegt schon mit irgendwie, dass es nicht die Normalität ist in dieser Welt, dass so eine Spinne einfach auftaucht. Und die zwei freunden sich an. Sie kocht immer regelmäßig für sie und es ist so ein nettes Slice of Life, wo so dahin dümpelt. Sie spricht mit der Spinne, sie spielt mit der Spinne wie mit so einem Haustier. Dann gibt es aber Momente, wo man merkt, okay, diese Spinne ist zwar sehr putzig und so weiter, aber sie hat auch ihre Instinkt- und tierischen Momente, diese animalischen Momente, wo man merkt, okay, es ist alles Fun and Games, aber man muss trotzdem bei einem Tier, ist nach wie vor noch ein wildes Tier, man muss nach wie vor noch aufpassen. Und da gibt es ein paar Momente, wo man dann doch denkt so, oh, holla die Waldfee, okay. Nicht ganz so putzig die Spinne manchmal. Und das ist so ein Mix halt, ne? Aber trotzdem ist es an sich eine sehr, sehr süße Spinne, die mit ihr wirklich halt wie so ein Hund fast schon agiert. Und es ist wirklich sehr, sehr putzig, sehr schön gemacht. Die Zeichnungen sind wirklich wundervoll. Auch hier und da wirklich minimalistisch und dann aber ist es einfach nur so, wo man denkt, ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Es hat diese Wärme und die möchte der Manga einfach wiedergeben. Diese Wärme, dass zwei Seelen, vielleicht auch einsame Seelen, sich treffen und Gemeinsamkeiten finden und einfach miteinander leben irgendwann. Und das ist sehr schön. Und wie es der Name ja auch schon sagt, spielt das Ganze in einer postapokalyptischen Welt, was das Ganze natürlich noch interessanter macht, weil man natürlich auch wissen will jetzt, was ist passiert, warum ist die Welt so, wie sie ist. Man sieht vereinzelte Abschnitte und Teile der Welt, wo man sich dann schon ein bisschen hier und da Gedanken macht und sich fragt, warum ist das so und warum lebt sie alleine? Hat sie mal Familie gehabt? Wo ist die jetzt? Und so Sachen. Und deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man sich noch den zweiten Band holt, um da noch ein bisschen Klarheit vielleicht zu verschaffen, eventuell. Was ich sagen muss, ist, es ist ein wunderschöner Slice-of-Life-Manga, genau nach meinem Stile. Ich mag Slice-of-Life, aber ich, wie soll ich sagen, ich würde mich speziell bei so einer ganz typischen Slice-of-Life-Geschichte, wo man einfach sieht, ja, Schulmädchen, cute girls doing cute things in live quasi, dieses Genre, da würde ich mir maximal halt einen Manga holen und die nicht parallel lesen, sage ich mal, und mich für einen entscheiden, was ich irgendwann mal machen muss. Ich muss mich mal für irgendeinen dieser Slice-of-Life-Manga entscheiden und den mal durchziehen. Aber ich mag einfach diese Art von Slice of Life, die noch ein bisschen so dieses Extra dazu packt. Dieses, wir machen jetzt nicht nur einfach ein Stück Lebensschnitzel, sondern wir machen noch ein bisschen mehr. Wir haben hier diese postapokalyptische Welt und wir haben eine Monsterspinne, die noch in dieses Slice of Life mit reingemixt wird. Und das ist das, was mir dann so Spaß macht daran. Also, ich könnte nicht wie ein paar Leute im Discord durchaus ewig lang diese ganzen Slice-of-Life-Manga lesen oder Anime schauen. Das würde mir nach einer Zeit einfach too much, more of the same quasi. Aber deswegen mag ich es sehr gerne, wenn man das Slice-of-Life-Genre nimmt und das in eine Science-Fiction-Welt packt oder in eine postapokalyptische Welt oder so. Weil dann kriegt es so nämlich das gewisse Etwas, was mir dann halt, wo ich dann auch sagen könnte, da könnte ich auch mehrere Manga parallel dazu sammeln und lesen. Das würde mir persönlich nicht so viel ausmachen.
Ja, und deswegen kann ich es eben halt für Leute empfehlen, die Bock auf postapokalyptische Welten haben, die Bock auf was Ruhiges haben vor allem und die Bock auf Spinnen haben, muss man auch dazu sagen. Ist ein sehr interessanter Pick von Seven Seas, muss man sagen. Als er rauskam, haben viele Leute in Twitter und drunter geschrieben, nope, 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 nope. Aber wie gesagt, ich muss halt sagen, die Spinne ist sehr putzig gehalten und deswegen, also Arachnophobie kommt bei mir da jetzt nicht auf. Was ich sagen muss, ist, ich habe einen Ekel und eine, ich sag mal doch, recht fortgeschrittene Angst vor Insekten und Spinnen und sowas. Aber ich muss sagen, bei mir persönlich hat sich da jetzt nichts getan. Also ich habe mich nicht geekelt oder sowas. Wenn das vielleicht dem einen oder anderen hilft, sich dafür zu entscheiden. Wie gesagt, wenn nicht, einfach mal online Namen eingeben und mal ein paar Bilder dazu angucken. Die sind wirklich, wirklich traumhaft schön und harmonisch und es tut sich nicht kein Ekel auf. Das kann ich euch versichern. So, und zu guter Letzt packen wir noch Twin Star Exorcist von dem Mangaka, Twin Star Exorcist Onmyoji von dem Mangaka Yoshiaki Tsukeno dazu. Kommt hier raus oder ist abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt so im Bilde bin, aber Panini Manga hat den Manga hierzulande lizenziert und man muss zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, ja, ich weiß, der Anime hat einen super schlechten Ruf. Warum, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil der Plot an sich, sage ich mal, jetzt nichts ist, wo man sagen würde, das kann nur katastrophal werden, weil das ist ein recht solider Plot, den man auch schon irgendwie tausendmal mitgekriegt hat, aber jetzt irgendwie nichts wäre, wo ich sagen würde, oh Gott, das ist so schlimm, das ist eine total beschissene Idee und blablabla. Gab es, wie gesagt, schon sehr oft und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es so schlecht ist. Vielleicht ist es durchschnittlich, komme ich noch klar mit so einer Aussage, aber super schlecht, davon muss ich mir erst noch überzeugen. Denn in Twin Star Exorcist geht es um eine Organisation, kann man nicht sagen, eine Berufsgruppe, die sich Exorzisten nennt, also die Exorzisten sind, die sogenannten Onmyoji, die es wohl damals in Japan auch schon gegeben hat. Also das basiert in einer gewissen Form auf wahren Persönlichkeiten. Nicht direkt jetzt, glaube ich, die Leute, die es damals gab, aber eben halt die Tätigkeit, die damals gemacht wurden, in diesem Manga gemacht werden, wurden damals auch gemacht. Und Dämonenaustreibung und halt was Exorzisten so machen, haben die damals in Japan gemacht und machen sie laut diesem Manga auch heute noch. Und zwar in großem Stile. Jetzt gibt es hier einen Jungen, der super talentiert ist, was das angeht. Er könnte halt wirklich richtig gut diese ganzen Dämonen exorzieren und bekämpfen. Aber er möchte nicht, denn er hat sich geschworen, er möchte kein Onmyoji werden. Tauchen Monster auf, die aus einer anderen Welt auftauchen. Und diese Monster sind eben halt unter anderem dafür zuständig, dass die Onmyoji immer schön Aufgaben haben und diese Monster regelmäßig aus Gebäuden und Menschen und so weiter exorzieren. Exorzieren. Monster sehen schon mal sehr geil aus, in einer gewissen Form. Wirklich cool Design, gefallen mir richtig gut. Ich liebe ja Monster-Design. Das ist so ein Thema, wo man vielleicht auch mal irgendwann mal ansprechen könnte in der Monologie oder so. Monster-Design finde ich nämlich ein Talent, das finde ich, man durchaus loben sollte, wenn Monster cool designt wird. Und da gibt es ein paar davon in diesem Manga, gefallen mir sehr gut. Und es geht halt darum, dass dieser Junge irgendwann mal reingezogen wird, weil Unschuldige, glaube ich, mit reingerissen werden und ein Mädchen das beziehungsweise das sieht und dieses Mädchen in diese andere Welt mit reingeht und es sich herausstellt, dass dieses Mädchen ebenfalls ein Onmyoji ist, nur von einem anderen Clan. Und diese zwei, besiegen die Monster, yada yada, kennt man ja alles schon, ne? Und
Genau, das ist im Grunde mal so alles. Die zwei können sich absolut nicht leiden und sehen aber trotzdem doch etwas in dem anderen, sehen vor allem Rivalen in sich. Und dieser Junge und dieses Mädchen haben eine sehr interessante und unterhaltsame Dialogreihenfolge, sage ich mal, miteinander. Also wenn sie miteinander sprechen und miteinander interagieren, ist Comedy einfach vorprogrammiert. Das ist so der Comedy-Aspekt in diesem Manga. Und hier merkt man auch ganz deutlich, gerade an dem Gesicht von ihr, von dem Mädchen, merkt man ganz deutlich den Ursprung, also beziehungsweise den Mangaka. Denn der Mangaka ist nämlich kein anderer als der, der auch im Binbogami-ga heißt es, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr, gezeichnet hat. Ich kenne nur den Anime, weil der Manga bei uns oder im englischen Bereich ja nie rauskam. Im Italienischen kam es raus. Und das weiß ich auf jeden Fall, das bringt mir nur nichts. Und Binbogami-ga war ja sehr Comedy-lastig, ne? Es war sehr over drüber und hast du gesehen. Und der Manga hier ist versucht, mehr Shonen zu sein, definitiv. Man hat die Battles und man hat dieses einfach Kämpfen gegen das Böse und so weiter. Und dann hat man aber immer wieder Comedy-Elemente mit drin, die wirklich passen und sympathisch machen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und zwar, indem ich sage, ich bin vorsichtig gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Manga allzu schlecht wird. Und ich vertraue da auch dem Mangaka von Binbogami-ga, denn ich fand zumindest den Anime sehr unterhaltsam und mit hier und da ein paar ganz tollen Messages, weshalb ich wirklich da Vertrauen reinstecke, dass der Manga mich zumindest in einer gewissen Form gut unterhält. Und das soll er auf jeden Fall machen und ein paar geiles Monster-Design noch raushauen, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Man kann mich da recht einfach, also, was heißt einfach? Ich bin jetzt nicht so einfach gestrickt, aber ich lasse vieles gerne mal an mich ran und drück auch bei dem einen oder anderen Auge zu, sag nicht gleich, dass es das worst shit ever ist. Und dementsprechend hat der Manga, ist vielleicht bei mir ein bisschen einfacher als bei anderen Leuten. Aber Twin Star Exorcist habe ich mir jetzt mal den ersten Band angeblättert. Und kann euch sagen, wenn ihr Shonen-Manga mögt, wenn ihr diese Dämonen Thematik mögt, wenn ihr The Blue Exorcist mögt, wenn ihr Bock auf cooles Monster-Design habt, dann würde ich ja auf jeden Fall mal reinblättern. Schaden kann es nicht. Wenn ihr es online macht, einfach mal gucken, ob es euch zusagt. Und wenn ja, dann habe ich hiermit vielleicht sogar dem einen oder anderen etwas schmackhaft gemacht. Das würde mich freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's wieder mal für diese Folge von angeblättert. Und in diesem Sinne, ich bin euer René, wünsche euch noch einen wundervollen, ich wünsche euch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesomanga. Ich bin euer René und ich sage wieder einmal, ciao. Bye bye.